Ja, hier zeigt sich, dass in der letzten Zeit durch neue Erkenntnisse der Zeitraum immer größer geworden ist. Zwischen 1 und 14 Tagen ist jetzt die offiziellen Angaben. Mit dem Durchschnitt, dass die meisten Symptome nach 5 bis 6 Tagen auftreten. Also, und die Inkubationszeit 5 bis 6 Tage beträgt, dass man also dort dann infektiös ist, nach ungefähr 6 Tagen im Durchschnitt. Wie fühlt man sich, wenn man krank ist? Auch da sind die Symptome weit gereicht. Offiziell heißt es, Krankheitszeichen wie Fieber und Husten, Schnupfen, Kurzatmigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, manche auch Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, also sozusagen alles. Das heißt, Krankheitssymptome, wenn Sie die haben, muss man leider im Moment damit rechnen, dass es Corona ist. Aus den bisherigen Erkenntnissen, die sich vor allen Dingen auf chinesische Erfahrungen beziehen, kann man sagen, dass Schwangere nicht stärker gefährdet sind wie andere Bevölkerungsteile auch. Es ist so, dass wenn Schwangere Vorerkrankungen haben oder Atemwegserkrankungen, sind sie natürlich stärker gefährdet. Da muss man mehr darauf achten, dass sie vielleicht doch nicht so viele soziale Kontakte haben und sich nicht der Gefahr aussetzen, angesteckt zu werden, wie das mit den Kindern ist. Da gibt es bisher auch aus China keinerlei Hinweise, dass die Infektion im Kind auf das, also im Mutterleib auf das Kind übergeht. Die Kinder, wo geboren worden sind von Corona-Kranken, Frauen, die sind alle gesund gewesen, heißt es bei den offiziellen Berichten. Hier kann man auch die offiziellen Stellen zitieren, das Friedrich-Löffler-Institut zum Beispiel, das untersucht gerade. Die sagen, dass es keinerlei Hinweise gibt, dass es weder von Nutztieren noch von Haustieren auf Erwachsene und Kinder übergeht, also auf Menschen übergeht. Es gibt einen Bericht aus Hongkong, wo eine infizierte Person in Quarantäne gekommen ist und man ihren Hund auch untersucht hat und tatsächlich Erbmaterial von Coronaviren auf der Nase und im Rachenraum gefunden hat von dem Hund. Und dann hat man den Hund gleich mit in Quarantäne gesteckt und das auch groß erzählt in Hongkong. Allerdings sagen die Experten, vermutlich ist es so gewesen, dass die Viren zufällig auf den Hund gekommen sind. Und ob der Hund erkrankt ist, dafür gab es keinerlei Hinweise. Und dass er das auf Menschen überträgt, erst recht nicht. Also auch da kann man sagen, es ist ein Fall, der fragwürdig ist und schwer zu bewerten ist. Und man kann sagen, Haustiere sind keine Gefahr. Der Virus kann nicht unterscheiden, ob es ein Fremder ist, den er ansteckt, oder ob es ein direkter Verwandter ist oder ein guter Bekannter, der steckt eben an. Und wenn offizielle Veranstaltungen verboten sind, dann sollte man sich über private Feiern auch seine Gedanken machen und überlegen, dass man eben doch infizieren kann jemand, wenn man selber infiziert ist, ohne dass man es weiß zum Beispiel. Oder wenn man zu so einer Feier hingeht, dass man eben sich ansteckt. Also lieber eine Feier absagen und auch nicht zu einer Feier hingehen, wenn derjenige oder diejenige, die die Feier veranstaltet, eben die Feier trotzdem machen will. Ich kann da noch zwei Sachen zitieren, die gerade zwei Zitate gekommen sind vom Gesundheitschef, vom Stuttgarter Gesundheitsamtschef Stefan Ehehalt. Er sagt: Reduzieren Sie die sozialen Kontakte auf ein nötiges Minimum und bleiben Sie zu Hause. Gehen Sie auf Abstand, insbesondere wenn Sie erkältet sind. Dies bedeutet aber auch, dass man eben keine Feiern macht und keine Feiern veranstalten soll. Und es gibt noch eine Stimme dazu, die ich für sehr wichtig halte. Der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, der Herr Lars Schade, der warnt vor sogenannten Corona-Partys, die wie Masernparty jetzt veranstaltet werden, offensichtlich von Leuten sagen, so, jetzt stecken wir uns an und dann haben wir es hinter uns. Er sagt, zu dieser offenbar teilweise eingeladen werden, sagt er, bitte tun Sie das nicht und schränken Sie das gesellschaftliche Leben ein. Auch dem ist nichts hinzuzufügen, weil einfach die Gefahr groß ist, dass eben es nicht bei den Leuten bleibt, die sich da in der Corona-Party vielleicht angesteckt haben, sondern dass die auch andere Leute anstecken, die eben nicht zu einer Corona-Party wollen oder vielleicht auch Ältere oder vielleicht ihre Eltern anstecken. Und das wollen sie dann doch bestimmt auch nicht, weil die eben massiv gefährdet sind, die älteren Personen.
Ja, das gilt für viele ähnliche Sachen, also rausgehen und spazieren gehen, joggen oder ähnliches. Noch haben wir in Deutschland keine Ausgangssperre. Das kann vielleicht noch kommen, wenn der Kampf gegen das Coronavirus weiter verschärft werden sollte und weiter verschärft werden müsste. Aber im Moment haben wir das noch nicht, sodass man eben auch zu seinem Garten fahren kann oder dorthin spazieren gehen kann oder am Wochenende spazieren. Aber auch da sollte man sich überlegen, nicht dorthin zu gehen, wo viele andere Leute diese Idee haben, auch hinzugehen. Zunächst hat es nach China, Südkorea, Iran und Italien erwischt. Und in Italien war es so, dass ein bisher und vermutlich auf ewige Zeiten unbekannter Mensch oder vielleicht auch mehrere das Virus in sich hatten und eingereist sind. Das waren nicht notwendigerweise Chinesen damals, können auch andere Menschen gewesen sein. Jedenfalls hat sich in Norditalien offensichtlich das Virus in der Bevölkerung unbemerkt ausgebreitet. Und als man es dann festgestellt hat, dann war es schon sehr weit verbreitet. Hinzu kam, dass dann Faschingsferien waren. Und das hat dann Deutschland mit infizierten Personen in größeren Mengen betroffen, die halt aus dem Urlaub, entweder aus Südtirol oder aus Norditalien, zurückgereist sind und das Virus hier verbreitet haben. Da konnte man anfangs sicherlich noch die Infektionsketten halbwegs verfolgen, aber danach ist es irgendwann mal auch so explodiert, dass es eben mehrere Leute getroffen hat, die man nicht direkt so schnell erkannte oder alle Kontakte treffen konnte. Und das ist einer der Gründe, warum eben in Europa, wo jetzt der Verkehr, der Reiseverkehr eben doch war in verschiedenen Ländern, sich das ausgebreitet hat und sich jetzt massiv ausbreitet und deswegen jetzt Europa im Moment zum Hotspot sozusagen, dass Corona-Verbreitung in der ganzen Welt wird. Das könnte sich ändern, wenn andere Länder, Nordamerika ist jetzt dabei, vielleicht auch mal Südamerika oder andere, es sich dort auch ausbreitet.